Moin Leute, was geht und alle herzliches Willkommen zur Fairy Tale Preview Vorhersage, auch Folge 193. Ja, geile Scheiße, wenn wir noch zählen, dann sind es noch 7 Folgen bis zu 200. Außer ich habe mich jetzt verrechnet, aber das sollte mir nicht passieren, denn ich bin ja ein Gymnasiast und wir sind ja alle gebildet. Nee, Spaß beiseite, fangen wir mal mit dem Inhalt der Folge an. Ja, die Drachenapokalypse ist in Gang gegangen, Gänge gehen, und das ist schon mal richtig geil, was uns hier geboten wird. Alle werden gefickt, in Arsch, weg, weil nämlich diese Drachen, wir erinnern uns, wie stark ist ein Drache in Fairy Tail? Ja, genau, sehr, sehr stark, sehr stark. Diese Drachen sind wahnsinnig stark. Acnologia ist zwar nochmal ein bisschen was anderes, aber durch dieses Tor, wir haben es gesehen, da kamen Drachen durch. Was zum Teufel? Noch eins ist hier los, Leute. Das sind Wasserdrachen, ein Drache, der aus einer brennenden Flamme besteht, ein Muskeldrache, dann dieser Jade-Drache, den wir da damals gesehen haben. Und was Witzigste ist, ja, genau, sie werden alle kontrolliert. Und zwar von einem uns wohlbekannten Charakter. Nämlich dem Zukunftsrosch. Der Zukunftsrosch, wissen wir, ist zusammen mit Sting von zwei Drachen aufgezogen worden. Nämlich von Weißlogia und von Blacklogia oder wie auch immer die heißen. Ist nah an Acnologia dran, fällt mir gerade irgendwie auf. Irgendwie komme ich bei jedem Scheiß-Video immer auf Acnologia. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. By the way, ich habe vorhin noch was gemerkt. Nämlich, wenn man jetzt den Titel nimmt, da steht 7 Drachen und dann noch die Anzahl der Folgen bis zu 200, dann ist das auch die 7. Das ist bestimmt eine Verschwörungstheorie und das sind bestimmt die Illuminaten schuld, aber das ist jetzt wieder was anderes. Kommen wir zum Inhalt der nächsten Folge, zum Hauptinhalt. Wahrscheinlich Kämpfe. Die müssen jetzt erstmal ihren Arsch retten, weil da latschen jetzt 7 gigantische Drachen durch und die werden wahrscheinlich die halbe Stadt zerstören. Was heißt die halbe? Wahrscheinlich die ganze Stadt. Sämtliches Leben auslöschen und die ganzen Magiergilden versuchen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen zu verteidigen. Im Trailer wird auch angekündigt, dass die 6 Dragonslayer, also Wendy, Natsu, Gatchel, Rouge, Sting und Luxus kämpfen werden. Mal ganz ehrlich, warum kämpfen wir nur die 6 Dragonslayer? Es gibt auch Godslayer, da haben wir nämlich noch Jellia und diesen Orga-Spasti, die sind noch mindestens genauso stark. Aber nein, das müssen jetzt nur die Dragonslayer sein, was auch immer. Auf jeden Fall ist auch die ganze Zeit eine Rede von einem 7. Dragonslayer, aber da kommen wir jetzt noch später drauf. Zuerst nochmals ein bisschen zu den Kämpfen. Man sieht, dass sie alle sehr in Schwierigkeiten sind und dass die Drachen wahrscheinlich ein bisschen die Überhand haben werden. Man sieht auch mal wieder den Master Makarov kämpfen und ich bin echt gespannt darauf, weil der letzte Kampf zwischen Makarov und einem Drachen ist ja eigentlich gar nicht so lange her. Nur war der Drache damals Acnologia und da hat er haushoch verloren. Und das, obwohl Makarov einer der 10 heiligen Magier ist. Oder war. Er ist zwar immer noch genau auf dem gleichen Level, aber er ist es halt im Moment noch nicht mehr. Vielleicht machen sie nach diesem Arc wieder zu einem der 10 heiligen Magier. Weiterhin sieht man halt noch ein paar andere Magiergilden kämpfen und jetzt kommen wir am Ende noch abschließend zu diesem 7. Dragonslayer, von dem die Rede ist. Der wird kein anderer sein als Cobra. Cobra kennen wir, der war schon 2-mal zu sehen im Zentopia-Arc und im Arc, wo es um die Zerstörung von Nirvana ging. Ich denke mal, dass Cobra nicht von Anfang an auf der Seite der guten Leute oder sowas mitspielen wird und dass er höchstwahrscheinlich ein bisschen für Ärger sorgen wird. Im Moment hockt er ja noch im Knast, aber den müssen sie ja wahrscheinlich irgendwie dann rauslassen, weil sonst würden sie nicht die ganze Zeit von einem 7. Dragonslayer schwafeln. Ich würde dann sagen, die nächste Folge wird hauptsächlich eine Kampffolge und auch ein bisschen ein Rückblick auf das Leben von Sting und Rouge werden. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal auf die Drachen-Dragonslayer-Folge. Euer Förster, ciao.